Grüße euch zu den Tageskarten vom Samstag, den 24. Februar 2018. Der Spruch aus dem, einen Spruch aus dem Kalender. Heute ist ein guter Tag für ein Lächeln von 2018 vom Weltbild Verlag. Das Leben ist zu wichtig, um es ernst zu nehmen. Von Oscar Wilde. Unsere Affirmation für diese Woche: Ich schütze mich jetzt gegen energetische Beeinträchtigungen. Ich liebe und werde geliebt. Ich bin eingebunden in das Ganze, bin Teil des Einen. Ich vertraue und folge meiner Führung. Ich gebe jetzt alle meine Energie, all meine Kraft in die vor mir liegende Richtung. Ich bleibe dran und setze meine Pläne mit Nachdruck um. Ich vertraue bei der anstehenden Entscheidung auf meine geistige Führung, auf das klare Signal aus meinem Herzen. Ich bin ein Teil der göttlichen Vollkommenheit. Alle meine Befürchtungen und Ängste übergebe ich der Flamme der Reinigung, dem göttlichen Feuer. Ich vertraue der geistigen Führung in mir und begegne dadurch meiner eigenen Stärke. Die nur heute Karte. Heute übernehme ich die volle Verantwortung für mein Leben. Das sollte man allerdings jeden Tag tun. Ich mache keine Situation und keinen Menschen verantwortlich für das, was sich in meinem Leben zeigt. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Denken, mein Sprechen, mein Handeln, mein Sein. Und unsere Joker-Karte für den heutigen Tag: Erinnert dich an den Physikunterricht. Materie besteht aus überwiegend Nichts und ein paar wenigen flitzenden Atomteilchen. Daher kommt selbst moderne Physiker zu dem Ergebnis: Der Gedanke ist das einzig Reale und die Materie ist die Illusion. Okay. Ich liebe meinen Körper. Ich schaffe inneren Frieden und dieser Frieden spiegelt sich in der vollkommenen Gesundheit meines Körpers wider. Und der Engel, wir haben hier Serafina. Ich bin der Engel der Familien. In der Familie wird sich eine erfreuliche Veränderung ereignen oder Zuwachs einstellen. Deine Gebete zum Thema Familie wurden erhört. Ich wurde gesandt, um über dich zu wachsen und dir eine herrliche Veränderung anzukündigen. Zurzeit gehst du durch eine Phase der Umstrukturierung, um dich auf diese Veränderung vorzubereiten. Es mag sich chaotisch oder durcheinander anfühlen, aber sei versichert, dass es einfach zu dem Prozess dazu gehört. Ich werde dich durch diese Zeit begleiten und dir bei allem Ärger helfen, der vielleicht auftritt. Alle Schwierigkeiten werden ehrliche Diskussionen in Gang setzen
Und diese Wahrheiten haben etwas sehr Reinigendes. Sie helfen dir, deine Gefühle und Prioritäten auf einer tieferen Ebene zu verstehen und dich zutiefst aufrichtig mitzuteilen. Hat die Unruhe ihren Zweck erfüllt, so wird sich der Sturm verziehen und die Bläue des Himmels erstrahlen. Diese glückliche Veränderung in deiner Familie geschieht auf göttliche Anweisung. Überlasse deine Bedenken Gott und lass den Himmel deine spirituelle Familie sein, die dir hilft, dich berät und begleitet. Wir lieben dich sehr.